Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir spielen Horizon Zero Dawn. Aloy ist jetzt im Büro von Elisabeth Sobeck und soll sich mal das Terminal anschauen. Das wird zu schwer. Ja, es wird zu Na schwer. und? Schon lange nicht mehr abgeladen. Wir sollen ihr Terminal untersuchen. Ja, Das ist es ja wohl. aber kann ich damit was anfangen? Ja, vielleicht kannst du mal rumgehen um den Schreibtisch. Auf der anderen Seite ist vielleicht, kommt man vielleicht besser ran. Weißt Ah, hier zugreifen. Die Alpha Registry Master Datei. Intakt? Ja, sieht unbeschädigt aus. Worauf wartest du denn noch? Kopier die Datei. Damit kann ich die Registry der Urmutterluke wiederherstellen. Sie öffnen. Hineingehen. Und die Geheimnisse darin erfahren. Ja, schon gut, die wirst du erfahren sein. Vielleicht, wer mich geboren hat. Wer? Bist du wirklich so naiv? Dort wird kein Wer auf dich warten, Aloy. Wie auch immer du auf die Welt kamst, es war ein Was, kein Wer. Du Bastard. Oh nein, ich hatte eine echte Geburt. Du, Aloy, bist die Schöpfung einer Maschine. Doch welche Maschine und warum? Warum bist du auf der Welt? Warum interessiert ihn das eigentlich so? Tja, gute Frage. Die Eklipse. Du musst verschwinden. Was du da hast, ist zu wertvoll. Du bist zu wertvoll. Naja, komm, was du da hast, ist so wertvoll. Meinst du doch wohl. Oh, weia. Ah, er schon wieder. Wer ist das denn? Ach, das ist doch dieser schlimme Typ, dieser Ja. Helios, oder? Ja! Und warum hat sie gewartet? Na, sie musste ja warten, bis es fertig geladen war. Du lebst noch. Gut. Ich plane einen passenderen Ach, hilf. Ich, Kind. Das ging doch schon mal ins Höschen. Naja, aber ich fürchte, er hat auch gelernt. Mein ganzes Leben wusste ich eines mit prophetischer Sicherheit, dass ich zu Ehren kommen würde als ein Streiter der Sonne. Selbst bei Gerans Ermordung, selbst als Meridian fiel, habe ich nie daran gezweifelt. Bis du gekommen bist. Als ich hörte, du hast überlebt, nagte der Zweifel an mir. So sicher wie die Sonne jeden Tag ihren Lauf nimmt, sterben die, die ich töten soll. Doch diesmal nicht. Wie? Warum? Mit jedem deiner Angriffe, jedem Soldaten, der durch dich fiel, wuchs der Zweifel in mir weiter. Er wuchs, als Hohepriester Bahavas verschwand. Und als der Sonnenkönig Itamen verschleppt wurde, wuchs er nicht nur. Er war gewaltig. Ich träumte immerzu davon, dir die Kehle aufzuschlitzen. Ein Schnitt. Ein schneller Zug mit der Klinge und du blutest aus. In so etwas bin ich sehr geübt. Warum zögern? Woher kam dieses Versagen? Was? Probieren wir's. Und was zeigt deine Narbe? Du hast es nicht geschafft. Ja, ich erinnere mich. Er kämpfte gut. Für einen Wilden. Sein Name war Rost. Und er war ein besserer Mann, als du es je sein könntest. Der bessere Mann ist der, dessen Gedärme nach dem Kampf nicht vor ihm liegen. Nein, er war das nicht. Ich hätte dich töten können, bevor er angriff. Aber ich tat's nicht. Dieses Versagen verfolgte mich lange. Bei jedem Schritt. Erst als ich dich gefangen nahm, unten an dem Ort, erkannte ich endlich,
wie die Wege der Sonne den gesamten Verlauf der Ereignisse gekennzeichnet hatten. Du solltest damals auf dem Berg überleben. Ausgrabungen angreifen und meine Männer töten. Den Hohepriester Bahavas eliminieren und uns Itamen wegnehmen. Und ich... Ich sollte dich gefangen nehmen. Aha. Hier. Damit du als eine rituelle Opfergabe für die Sonne sterben kannst. Es ist alles, wie es sein sollte. Schicksal und Vorbestimmung. Er wird benutzt. Ja, genau. Tolles Schicksal. Du folgst nur Befehlen, keinen kosmischen Wegen. Du bist wie ein Hund, den Hades an der Leine hat. Ein Diener, den er herumschubsen kann, wie er will. Es wäre zum Lachen, wenn nicht so viele sterben müssten. Hades ist eine alte Maschine, nicht der verborgene Schatten der Karja. Er schert sich nicht um Meridian. Er will einfach alles und jeden töten. Und du... bist ein williger Sklave. Ich diene nicht dem verborgenen Schatten, sondern der Sonne im Schatten. Die Hälften der Natur, vereint für die Sache. Schatten zur Sonne, Dunkel zu Licht. Merkst du wirklich nicht, wie lächerlich das klingt? Statt einem irren, mörderischen König dienst du jetzt einer irren, mörderischen Maschine. Du steigst ab, nicht auf, klar? Ich werde daran denken, wenn ich deine Leiche brennen sehe. Was davon übrig ist. Du begreifst es wirklich nicht. Du wurdest endlich besiegt. Und damit der Zweifel. Und aus einem festen Glauben wächst unbändige Kraft. Dann öffne den Käfig und stell dich der Probe. Prüf nach, ob es so kommt, wie du denkst. Der Kreis ist geschlossen. Jedes Element ist am richtigen Platz. Genau da, wo es hingehört. Die wilde Bestie, gefangen, wird ihren Zweck erfüllen. Als ein Opfertier. Ah, was übrigens Opfer angeht, das wollte ich noch sagen. Nach der Zerstörung des Eclipse-Netzwerks schickte ich Boten in den Osten. Sie sollten dort Truppen versammeln für den Angriff auf das Heilige Land. Oh. Ich befahl, alle Nora zu töten. Ich hatte gehofft, du wärst dort, aber... naja, die Aktion war dann wohl doch unnötig. Ein Zausack. Ein sinnloses Gemetzel, ja, kann man ja nur sagen. Warum Unschuldige töten, ganz ohne Gewinn? Reine Zeitverschwendung. Das stimmt. Ich bin nicht mal da, um zuzusehen. Wie dem auch sei, ich könnte den Befehl auch gar nicht mehr zurückziehen. Da du ja unser Netzwerk zerstört hast, ist die Kommunikation mit meinen Truppen unmöglich. Du hast nicht nur dich verdammt, sondern den ganzen Stamm. Lässt sich darin nicht deutlich das flammende Urteil der Sonne erkennen? Dein Fokus... so ein mächtiges Gerät, nicht wahr? Und so zerbrechlich. Siehst du? Diesmal habe ich nicht gezögert. Das Messer hat schon zugestochen. Na, toll. Ja, ist ein bisschen schwierig, ne? Das ohne kann übel werden. Karja-Gläubige, freut euch! Unsere Jahre im Schatten sind vorbei! Ein neuer Morgen dämmert am Horizont. Ein neuer Tag, der bald anbricht. Und wenn es soweit ist, wird der falsche Sonnenkönig tot sein. Und das heilige Meridian gehört wieder uns. Und ich
Ich bin ein Verkünder der Prophezeiung. Alle Hälften der Natur vereint für die eine Sache. Schatten zur Sonne, Licht zum Dunkel, Nacht zum Tag. Seht her! Bleibt sitzen! Seht ihr nicht den Beweis des Segens der Sonne vor euren Augen? Wie sonst könnten Schatten wie diese im Licht des Tages herumstreifen? Wären sie nicht gebilligt von der Sonne und unserer Sache verbunden? Vor vielen Jahren, als der große Ring geweiht wurde, endeten viele Gläubige auf Anordnung des strahlenden Jiran unter den Hufen eines Behemoths. Mächtig ist der Behemoth in den Augen der Sonne. Aber noch mächtiger ist er, durchdrungen von der Macht der Schatten. Lass diese hier, die Intrigen gesponnen hat, die Erste sein, die stirbt. Lass sie die Erste sein von Tausenden! Tja, ja, da sie keine Waffe hat, wird sie wohl kaum kämpfen können. Ohne Waffen werde ich das Ding nie besiegen. Nee. Alle meine Waffen liegen oben auf der Plattform und ich komme nicht aus diesem Ring raus. Vielleicht kann ich seine Stärke gegen ihn einsetzen. Oh, ich wurde auch nicht gebaut, um einen Behemoth standzuhalten. Ich muss ihm ausweichen. Das musst du wohl. Aber rein in dieses Ding hier musst du auch aufpassen. Wenn ich wusste, wohin. Die Säule schwankt. Noch ein Treffer und die Säule bricht zusammen. Ja, genau. Du musst ihn da runterlocken. Ja. Geschafft. Und damit auch meine Waffen. Ich sollte versuchen, den Behemoth zu den Säulen zu locken. Ja, ja, wo ist er denn? Da, da kommt er. Da kommt er um die Ecke. Aber sei nicht so unvorsichtig. Mann. Naja. Es kann ein langer Kampf werden. Aber hat sie überhaupt noch was zu trinken? Aha. Dann nimm mal den Behälter an seinem Bauch vor. Bin ich bei diesem Kadaver? Keine Munition. Jaha. Weia. Hast du bloß über ihn hinweggeschossen, oder? Ja, er ist weg. Der ist hin. Oh. Seid still! Schatten, tötet sie! Thank you.
Spoiler, wer kommt da denn? Das sieht aus wie Silence, oder? Ja, das ist Silence. Oh, er kennt ihn. Er kennt ihn. Meiner Kopf. Stürmer überbrückt. Ja, das ist ein Film. Ja, das sind drei Stürmer, die er überbrückt Verräter. Hat. Verräter! Aha. Sein Sport, sein eigenes Süppchen, ne? Ja. Die beiden kennen sich ja auch. Die Frage ist, welches Süppchen kocht Silence? Ja. Ganz interessant. Wir müssen ja nicht so richtig viel tun. Also ein bisschen schon, aber. Aber nicht so viel, wie wir befürchtet hatten. Tja. Ja. Du bist hier. Wirklich hier. Hast dein Leben riskiert. Ja, natürlich. Wenn du stirbst, wird uns der Heilige Berg niemals seine Geheimnisse enthüllen. Dann hast du deine Zeit verschwendet. Helis zerstörte meinen Fokus. Und auch die Alpha Registry. Keineswegs. Ich habe jeden einzelnen Datensatz kopiert, während ich deinen Fokus überwacht habe. Ihre Installation auf einem neuen Fokus war ganz einfach. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Du machst es einem unmöglich, dich zu mögen, Silence. Aber den brauche ich wohl. Finden wir den Ort deiner Geburt. Vielleicht sogar den Grund dafür. Ja, finden wir die Maschine, die mich erzeugt hat. Das willst du doch sagen. Ich muss los. Warte. Ja? Ich muss dem Nora helfen. Ja, ja, langsam. Aber Helis hat dich erkannt. Ja, genau, das interessiert mich. Helis hat dich im Sonnenring erkannt. Du sagtest, du hast die Eklipse unterstützt. Nicht, dass du den Mann kennst, der mich töten wollte. Jetzt weißt du es. Der Mann ist eine Bedrohung. Also tun wir, was wir können, damit er und Hades nicht siegen. Gut. Wie konntest du mich denn finden, obwohl ich keinen Fokus mehr hatte? Wirklich, Aloy. Man muss kein Genie sein, um zu ahnen, dass Helis dich mittags in den Sonnenring werfen würde. Ich brauchte zwei Läufer, um es zu schaffen. Es hat geklappt. Und jetzt ab mit dir. Naja, das wundert mich nun nicht. Seit wann kannst du Maschinen überbrücken? Seit du diese Technik entdeckt hast. Ich musste für die notwendigen Teile natürlich einen Verderber vernichten. Aber du hast mir ja gezeigt, wie man das macht. Ein weiterer Vorteil davon, dich über deinen Fokus zu überwachen. Ehrlich gesagt, die zugrunde liegende Logik ist gar nicht so verschieden von den Riten der Banuk-Schamanen. Aber natürlich weiter ausgereift. Toll. Gern geschehen, schätze ich. So. Naja, wir müssen den Nora helfen. Ich werde gehen. Was es schlimmer macht, Helis hat Eklipse ausgeschickt, um das Heilige Land anzugreifen. Die Nora sind schon geschwächt. Sie haben keine Chance. Du solltest mit mir kommen. Auf gar keinen Fall. Ich muss ein paar Vorbereitungen treffen. Was denn für... Warum frage ich eigentlich? Du sagst es mir eh nicht. Wenn die Zeit reif ist, melde ich mich. Ich melde mich später. Und einstweilen, falls du wieder ins Schatten-Karja-Gebiet willst, habe ich hier eine Rüstung, in der dich niemand erkennt. Du denkst wirklich an alles, was? Einer muss es ja. Na gut. Aloy, als du die Alpha Registry geborgen hast, unten im Zero Dawn Bunker, ich war gemein zu dir. Ganz im Ernst. Ich hoffe, dass im Innern des Berges jemand auf dich wartet. Kein Etwas, ein Jemand. Ja! Yeah. Na gut, immerhin hat er sie gerettet. Wollen wir jetzt mal gerade alle Augen zuschließen und sagen, naja, wir verzeihen ihm so einiges. Aber man weiß immer noch nicht, wozu er sie eigentlich, warum er sie eigentlich beschützt. Oder sie eigentlich rettet. Oder sie am Leben hält. Na, dann wollen wir uns mal die Rüstung angucken, ja?
Oh, wir haben auch wieder 4 Fertigkeiten, sehe ich gerade. Ein Outfit. Mal gucken. Aha. Tja. Du meinst, das ist die grüne, ja? Ja, das ist die neue. Macht eigentlich nicht viel her, hm? Nö. Sieht das gut wollte aus, ich aber jetzt gar nicht. Die hat ja doch ganz gute Dienste geleistet bisher. Ist gut, ja. Das Gute ist, dass sie eben alles ein bisschen abschwächt. Eis sogar mit 34%, Feuer mit 26 und Nahkampfschaden mit 20. Fernkampf nur 5. Aber, naja. Bietet gesunde Erholung über Zeit, das hast du da reingepackt, oder? Oder nee, das hatte sie von Haus aus schon drin. Also und das ist natürlich was ganz Tolles. Und das, naja, steht gegen Blendungseffekte und ist Tarnung. Na gut. Na, ja, werden wir anziehen, die wenn wir sie brauchen. Ja. Ich würde sagen, wir behalten unsere jetzt an. Ja. Und Fertigkeiten muss ich drüber nachdenken. Mhm. Dann gucken wir mal, was steht auf dem Programm. Ja, das alte Waffenlager, ja. Da fehlt uns immer noch ein Teil. Aufträge. Na was ja, die Loge werden wir nicht machen. Aus der Schmiede, was war das denn? Ach, die 5 Feuerklauen. Ach. Okay, wir müssen die Nora unterstützen und sehen, was man da machen kann. Ne? Ja, begib dich zur Urmutter. Wir haben sowieso in die Gegend, wenn sie dem Nora helfen ist will. Sowieso an. Mhm. Und ist natürlich wieder genau am anderen Ende der Karte. Das gibt wieder einen schönen Ladebildschirm. Na gut. Oh. Ist nicht erlaubt, weil die im Krieg sind, glaube ich. Du musst gucken, wie du da hinkommst, wo du am nächsten herankommst, dass du dann da... Ja, erst mal gucken, wo sind was in der Nähe liegt. Wir sind ja hier... Ach so, mal sehen, ob wir woanders hinspringen können. Da, hier, probieren wir es mal. Probieren. Ja, das geht noch. Oh ja. Na, das war ja ein richtiges Feuerwerk vorhin, ne? Ja, aber es war auch viel Film, ne? Ja, zum Glück. Mhm. Ich musste nicht allzu viel tun. Also das meiste war für sie im Grunde genommen eigentlich vorgeschrieben, beziehungsweise schon vorgeplant. Also ja, ja, alles, was ich machen musste, war im Prinzip den Behemoth kaputt machen. Mhm. Ansonsten war das meiste doch schon vorgefertigt. Ja, ja. Ja, ich bin doch neugierig, was da alles schief und aus dem Ruder gelaufen ist. Wo? Naja, bei dem ganzen Projekt. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich schätze mal, die haben sich selbstständig gemacht, Hades und der andere und wie auch immer. Ja, sieht die ganz hatten danach eigene aus. Idee und wahrscheinlich was Geier die haben's über, haben den Fehlversuch wohl übernommen und dann haben sie nicht mehr an Geier zurückgegeben. Ja, naja, aber Geier wollte ja eigentlich, hat selbst gesagt, das ist gar nicht so unwichtig, dass man da so ein Zurück, so, ja, also eine Notfallschalter einbaut. Ja, genau. Na ja, das wollte, aber, das wollte sie aber nicht so, also von daher. Na gut. Auf jeden Fall lief das nicht wie geplant. Na schön. So, dann müssen wir mal gucken, wo müssen wir hin? Ja, machen wir uns hier mal eine Markierung und dann rufen wir uns
Oh, ich kann kein Reitgefährt rufen. Ach, ich hab schon eins. Wo kommt das denn her? Tja. Tja. Natürlich, es kriegst, wissen wir doch. Wachtürme in Flammen. Aber die Wachposten hatten noch Zeit, den Stamm zu warnen. Ah, vielleicht sollte ich doch diese Tarnrüstung anziehen, ne? Ja, vielleicht. Ich probier's mal. Ja, klar. Solange du nicht kämpfen musst, ist ja in Ordnung. Und auch dann hilfst du dir ein Ach, bisschen. Quatsch. Nein, da will ich hin. Und, aber dann müssen wir mal eine Modifikation einbauen. Ja. Erhebt sich die Frage, was bauen wir rein? Wenn ich wüsste, was uns bevorsteht. Angriffsschutz. Feuerschutz. Naja, Feuer sieht ganz. Scheint schon mal ganz gut zu sein. Feuer und fünf Fernangriffe ist ja Feuerschutz und Gegenfernangriff. Also Nahkampf. Oh ja, musst du ja. Eis, glaube nicht. Eis würde ich, glaube ich, eher nicht sagen. Also, es riecht ja hier nach Feuer irgendwie, oder? Ich glaube, wir machen mal Verderbnisschutz und Schockschutz. Wir können sie ja jederzeit noch ändern. Ja, gut. Lass dich mal angucken, wie siehst du denn aus? Mit Maske. Schick. Na gut. Du hast ein Ziel, aber das heißt rechts, ne? Nee, das heißt geradeaus. Halt! Oder? Wer ist denn das? Oh ja, da ist ja jemand. Ein Nora-Krieger. Sucherin, du bist zurück. Wo sind denn alle? Sie flohen. Suchten Schutz im Heiligen Berg. Doch die Ungläubigen verfolgten sie. Kann ich dir helfen? Nein, Sucherin. Ich bin am Ende. Es ist bald soweit. Hey. Ja, zum Berg also. Aber das hat man uns eigentlich schon gedacht, weil es ja hier auch steht. Begib dich zur Urmutter, das heißt es ja im Grunde. Maria, sie war niemand, der einfach so aufgibt. Das sind Leute, die sie kennt, ja. Mussten für ihr Leben teuer bezahlen. Letztendlich ist das wohl alles, worauf... Pass auf! Sie reitet da so, als ob da überhaupt nichts los wäre. Sag mal. Ich bin bereit. Ich habe keine Wahl. Nee, du hast keine Wahl. Aber, Lass das. Du armer Läufer. Willst du stehen bleiben? Wo ist er denn jetzt? Da hinten ist er. Ja, dreh dich um. Das sind noch mehr. Ja, das ist der von vorhin. Ja, ich weiß. Ich dachte, du hättest Verderbnisschutz. Die Nora haben sich hier zur Wehr gesetzt.
Sie haben alles getan, um das Becken zu beschützen. Aber die Tore haben nicht gehalten. Das hier ist Hades Zukunft. Ja, genau. Und das war auch, glaube ich, ein Fehler von Elisabeth, dass sie dann eben, dass sie dann nicht auf Gaia gehört hat, ne? Ja. Also, nehme ich jetzt einfach mal an. Wir werden es noch rausfinden. Ja. Wir müssen aber auch Schluss machen, also. Das ist hier wieder einer von den Nora. Ja. Nein, der ist rot. Nee, nee, das sind die anderen. Kultisten. Ja. Und jetzt? Da oben. Na ja. Du musst aber auch an deine Gesundheit ein bisschen denken. Ja, ja. Ja, als Einzelkämpferin hier mit... Also, nein. Versammeln ist gut. Das schaffst du, glaube ich, nicht, wenn du hier so ganz alleine durch den Dings hier läufst und gegen die kämpfst. Vielleicht ist es klüger. Naja, egal, was soll ich dazu sagen? Du darfst gerne kämpfen. Entfessle die Macht des Schattens über ihnen. Was ist das denn? Ich schätze, wir werden sowieso wieder einladen müssen, da sie dann das nicht überleben kann eigentlich, oder? So alleine? Oder sind da irgendwo Nora? Ja, jetzt habe ich natürlich wieder meinen Standort verraten. Ja, das ist wieder einer von denen. Ja. Mähen wir sie nieder. Ja, klar. Tut das. Sie ist gerade dabei, sich Selbstmord zu begehen. So oder so. Mach dich bereit für den Schlag des Schattens. Das, du hast nur Feinde hier. Was ist das? Na gut. Versteck dich. Ah! Mutters Wege. Wachsam und ruf mich, wenn den du Hilfe brauchst. Gleich gemacht. Ja. Du auch gleich, den Erdboden gleich gemacht. Da ist das nächste. Da ist das nächste Lagerfeuer. Da kann ich dann speichern. Das würde ich aber auch mal sagen. Und dann machen wir nächstes Mal weiter. Ja, es bringt nicht viel, wenn man dann als Ein-Mann-Armee oder Ein-Frau-Armee kämpft. Und währenddessen gehen die einen, marschieren die einen da schon ein in das Gebiet, das sie eigentlich beschützen will. Okay, aber es werden wir nächstes Mal sehen, wie es weitergeht. Genau. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.